Hallo und willkommen im weiteren Video vom Snackautomaten Startup Kurs. In diesem Video möchte ich euch einen weiteren meiner Kombiautomaten vorstellen. Hier ist auch speziell, dass der Automat eben einen Scheinleser hat und er hat auch mehrere Etagen an Getränken. Und hier möchte ich euch gleich anhand des Beispielkaufs zeigen, warum eben diese Kombiautomaten, die eigentlich Snackautomaten sind, sich nicht perfekt eignen für den Verkauf von Getränken. Grundsätzlich funktioniert das, aber es sieht halt nicht optimal aus. Ich werde es euch gleich zeigen. So, wir werfen die Münzen an. 1 Euro, 1,10 Euro. So, wir nehmen jetzt die Nummer 34. Der Lift fährt los. Die Spirale fängt sich an zu drehen und wir können sehen, bumm, der Eistee knallt gegen die Scheibe. Und das ist genau das, was ich meine, woran man merkt, das ist nicht ganz smooth, das schaut nicht ganz perfekt aus. Es ist nicht schlimm, aber wie gesagt, man merkt eben, dass es nicht ganz optimal ist. Was ich auch befürchtet habe, dass das nach längerer Zeit auch Spuren auf der Scheibe hinterlassen wird. Aber bisher habe ich noch keine gröberen Kratzer an der Scheibe gemerkt. Somit müsst ihr euch auch darum keine Sorgen machen. Der weitere spezielle Punkt bei diesen Kombiautomaten ist, wir haben hier einen Scheinleser. Ich würde euch empfehlen, beim Scheinleser immer ein Limit einzustellen. Also nicht so, dass der Automat bis zu 20 Euro annimmt, weil er nimmt theoretisch 20 Euro an, auch wenn man es jetzt reinschieben würde, weil ich habe es nicht wirklich gesperrt, sondern ich habe nur diesen Aufkleber draufgegeben. Der Grund, warum der Automat nicht so hohe Scheine annehmen sollte, ist, dass wenn du etwas für 1 Euro kaufst und der dann 19 Euro durch den Münzer raushauen muss, der Münzer einfach sehr schnell leer werden könnte und ihr dann erst recht ein Problem habt, weil keine Münzen drin sind und eigentlich nicht wirklich verkaufen könnt, weil auch nicht mehr weiter rausgehen wird, beziehungsweise der Automat einfach sagt Service rufen oder kein Wechselgeld verfügbar. Wir werden jetzt auch anhand eines Beispielkaufs zeigen, wie das aussieht. Wir haben hier 5 Euro. Wichtig ist bei den 5-Euro-Scheinen, weil wir haben immer das Problem, dass Leute sehr zerdrückte Scheine reinschieben. Das ist auch ein größeres Problem für den Münzer, weil die sich dann drinnen aufstauen. Und vor allem, wenn es um Scheine geht, sind die Beträge gleich viel größer, die geschluckt werden. Und da kann es einfach mehr Probleme geben. Aber das könnt ihr sowieso nicht verhindern. Seht ihr, ich habe jetzt den Schein nicht schön reingegeben. Das schauen wir, nimmt er noch immer nicht. So, jetzt war er in der Mitte. Also es ist eh gut, dass das Gerät sehr streng ist beim Annehmen der Scheine. Aber es kann auch sein, dass es dann trotzdem mit und eben dann Probleme kommen. So, wir haben jetzt hier einen Kredit von 5 Euro, mit dem wir das kaufen können. Und wir entscheiden uns mal für ein Bueno Nummer 46. So, man hat den Scheinleser auch jetzt kurz klicken gehört, weil jetzt hat er den Schein wirklich in sein Fach reingenommen, hat gleich das Wechselgeld rausgegeben an 4 Euro und jetzt hat er uns noch das Bueno raus. Der Lift ist runtergefahren, jetzt fährt er ganz runter. Das Bueno fällt von der Klappe runter, dort unten ist ein Sensor. Sensor hat gemerkt, okay, Bueno ist unten rausgefallen. Daher verabschiedet der Automat sich, weil er jetzt auch nicht mehr das Geld theoretisch rausgeben würde. Im Fall, dass das Bueno zum Beispiel hängen geblieben wäre, also das Bueno erst unten hängen geblieben wäre aus irgendeinem Grund, hätte der Sensor gemerkt, dass es kein Bueno rausgefallen ist. Also er weiß nicht, dass es ein Bueno ist, aber generell kein Produkt rausgefallen ist. Und dann hätte er eben angeboten, neue Wahl. Hätte eventuell, je nachdem wie eingestellt ist, das Fach nicht mehr zur Auswahl angeboten. Das heißt, wenn du dann 46 geklickt hättest, hätte er dir kein Bueno mehr ausgegeben, sondern geschrieben, Fach nicht verfügbar. Und dann hättest du dir was anderes aussuchen können. Oder wenn du auf Restgeld gedrückt hättest, beziehungsweise Auswurf, wäre das Geld unten rausgefallen und du hättest im Endeffekt deine ganzen 5 Euro. Und das Schlimmste für dich ist eventuell einfach, dass das Bueno nur irgendwo beim Getränk hängen geblieben ist oder was auch immer und durch leichtes Schütteln das Bueno dann rausgefallen ist. Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Automaten, auch wenn es diese Punkte mit Scheinleser gibt. Der Scheinleser ist einfach ein gewisser Luxus für die Käufer und ich merke auch immer wieder, dass Leute kommen, um hier auch nur das Geld zu wechseln. Aber es ist trotzdem für mich gut, weil ich habe Kaufzwang eingestellt. Das heißt, wenn du 5 Euro reingibst, musst du etwas kaufen. Damit du auch nicht diese Option hast, dass du 5 Euro reingibst, dann hierher drückst und dann 5 Euro in Münzen hast. Genau. Wir öffnen jetzt den Automaten mal, dass ihr den ganzen von drinnen seht. Es ist ein ganz normaler Schlüssel für einen Venno G-Snack. So, die Klappe geht auf und wir ziehen das auf. So, jetzt zeige ich euch den Automaten ein bisschen von drinnen. Ich werde jetzt nicht mal nochmal auf die ganzen Etagen eingehen, weil ich das in einem vorherigen Video schon gemacht habe. Das Spezielle ist hier eben mal der Scheinleser, der hier oben angebracht ist. Theoretisch kann man hier auch einen Kartenleser einbauen und je nachdem mit den Anschlüssen richtig verbinden. Dadurch, dass es auch einer der moderneren Automaten ist, ich glaube, der ist von 2014, sollte auch das kein Problem sein. Entschuldigung, korrigiert mich, hier steht 2013. Dann kann man entweder hier eben den Scheinleser oder das Kartenlesegerät reingeben. Und was speziell ist
aufgrund des Scheinlesers in dem Automaten ist der Münzer. Und zwar kann dieser Münzer höhere wertige Münzen annehmen. Das kann auch in einem normalen Automaten so sein. Aber hier eben durch den Scheinleser ist es extrem wichtig, dass auch 2 und 1 Euro Stücke beinhaltet. Ich zeige euch auch, da könnt ihr die Münzen grob sehen. Das sind eben 2 Euro, 1 Euro Stücke und so weiter. Damit er eben nicht in diese Situation kommt, dass er kein Wechselgeld mehr hat. Und ihr könnt es auch sehen, hier steht Wechselgeld 198. Circa 230 Euro passen maximal rein. Beim normalen Münzer ohne 2 und 1 Euro Stücke sind es ja meistens nur 30, 40 Euro. Da kann man sehen, okay, da ist durchaus mehr Geld drinnen. Da kann man auch sagen, eventuell bei Plätzen, die oft ausgeraubt werden oder wo der Automat aufgebrochen wird, solltet ihr vielleicht überlegen, ob ihr diesen Münzer einbaut, wo auch viel Münzergeld drin ist. Weil mit der Zeit sammeln sich auch sehr viele Scheine an. Ich zeige euch noch den Scheinleser von innen. Hier könnt ihr sehen. Man kann die Scheine eben dann rausnehmen, indem man hier oben aufklappt, die Klappe unten drückt und dann nimmt man das Geld raus. So. Und da kommt es eben auch immer wieder vor, wenn die Scheine dann reinfahren, dass sie ganz zerknittert reinkommen und dann der Scheinleser eben sowieso blockiert ist, was grundsätzlich nicht schlimm ist, weil er dann rot leuchtet. Aber man kann halt keine Scheine mehr einwerfen und dann gibt es auch Leute, die dich anrufen und sagen, jo, dein Automat ist kaputt und bla bla bla. So, gehen wir das Bueno wieder ran. Und ansonsten ist alles ziemlich ähnlich wie bei den normalen Automaten. Vor kurzem haben wir die Klappe austauschen lassen, weil die einfach kaputt war. Das ist ganz normal beim Automaten. Und das hat, glaube ich, ca. 200-300 Euro gekostet. Und das ist auch voll in Ordnung, weil die Dichtung auch getauscht wurde, damit die Kühlung sich eben nicht so plagt, wenn es mal sehr warm sein sollte. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und einen kleinen Einblick gegeben in einen meiner Kombiautomaten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.